Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil in der HD Remaster Version. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt die Katakomben betreten, oder auch den Stollen, wie man ihn so schon nennt, den Hunter erledigt und ja, wir haben herausgefunden, zufällig, durch diesen Enrico, glaube ich, hieß er, dass es einen Verräter gibt. Okay, wer es auch immer sein will, wir werden ihn entlarven. Und da wir sowieso zurück müssen, ja, nehmen wir ausnahmsweise die Pistol-Muni mit, weil... Ja, wir brauchen sie jetzt nicht unbedingt, aber für später vielleicht nochmal. Ja, jetzt haben wir zwei Winden, wobei ich jetzt, glaube ich, die andere umsonst mitgenommen habe. Okay, das ist auch nochmal Pistol-Muni. Ja, nehmen wir die auch noch mit. Egal. So. Ja, eigentlich war es total für den Arsch, dass wir jetzt so viel mitgenommen haben, aber ich sag mal, wer hat's denn geahnt? Das meine ich damit, ne? So. Ey, ein Hunter. Wie viel habe ich eigentlich noch? Zwei Schuss. Eins. Zwei. Okay, ja, jetzt müssen wir den Granatwerfer benutzen. So. Jawohl. Ach, der lebte noch. Ach du Scheiße. Ja, ich sagte ja, die Viecher sind extrem zäh, wenn man sie nicht richtig trifft. Und den anderen habe ich ja sogar, glaube ich, von hinten getroffen. Mehr oder weniger. Das passt schon so. Ja, eigentlich ist der Stollen hier ein relativ schnelles und simples Level. Eigentlich meiner Meinung nach total unnötig, aber sagen wir es mal niemandem. So, was nehme ich denn mit? Ja gut, 13 Schuss, das müsste eigentlich reichen. Wobei, ja, ausnahmsweise nehmen wir die Brandsätze auch mit. Wofür, werdet ihr hoffentlich bald mal wissen. So, also ihr werdet es bald mal sehen, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir wieder 90 Schuss für die Pistole, was eigentlich auch total unnötig ist. Aber egal, besser zu viel als gar keine. So, dann benutzen wir hier mal die Winde, würde ich sagen. Ja. Ich finde es halt nice, dass sie das extra ein bisschen animieren. Aber gut. Und da vorne ist Kraut. Das brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber... Ja, ich würde sagen, für etwas später soll ich es mitnehmen. Ganz ehrlich, soll ich es mitnehmen? Ja, ist egal. Passt schon so. Sehr gut. Eigentlich sind die Stollen, also hier der Stollen relativ einfach gestrickt. Okay, auch wieder ein Felsen. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Okay. Okay, Jill stöhnt gerade so, als hätte sie was weiß ich wie lange, ihr wisst schon was gemacht. Normalerweise hört man das nämlich, wie der Stein hier dagegen kracht. Aber gut, sagen wir es mal niemanden. Oh, was ist hier? Nee, wir müssen sowieso nochmal zurück, deswegen lassen wir die Gewehrmunition mal hier. So. Nein, müssen wir nicht, aber ich lasse sie einfach mal hier. Ja, ich habe meine Gründe, warum ich das jetzt auswechsle. Warum ich den Granatwerfer jetzt mit Feuergeschoss ausstatte. Ja. Eine riesige Spinne. Ja, ihr habt's gesehen. Aua. Okay, das hat mich noch nie erwischt, das Vieh. Dafür wirst du büßen, du Drecksvieh. Was? Wir sind schon auf kritisch. Wow. Okay, Gott sei Dank hatte ich das Kraut mit, ganz ehrlich. Okay, das ist schon nach zwei Schüssen down. Okay, ja, ich muss dazu sagen, mit den Granatwerfer ist das tatsächlich, also zumindest mit dem Feuer geschossen, ist es wirklich voll einfach. Aber mit zwei Schüssen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Und warum ich jetzt wieder zurückgehe, hat den Grund, dass das zweite Spinnchen, was jetzt hier vorbeigegangen ist, das ist nämlich auch gefährlich. Und das verschwindet automatisch, seltsamerweise. Und deswegen habe ich hier das Messer mitgenommen. Oh ja, wir würden nämlich hier sonst noch eins bekommen. Und das ist total unnötig, wenn man sich das eine mal mitnimmt. Sehr gut. So, das war der einzige Einsatz des Messers im ganzen Spiel. Nennt es unnötig, ich sage jetzt mal so. Ja, damit man das nicht ganz wegnimmt, ne? Was haben wir denn hier? Ja, blaues Kraut für den Fall, dass man vergiftet wird. Da ist eine Karte vom Innenhof. Erstes Untergeschoss mitnehmen. Ja. Eigentlich heißt es Stollen, aber egal. Innenhof hört sich so komisch an in diesem Fall. Ganz ehrlich. Und was finden wir hier?
Ach, wieder ein Stein, aber zuerst einmal schaue ich hier entlang. Achso, da geht gar nichts. Oh, müssen wir sogar. Okay, ja, dann drehen wir das Ding nochmal. Drehen wir wortwörtlich gesehen noch eine Runde, ne? Sehr gut. Ja, allerdings müssen wir nochmal drehen. Komm schon, Jill, etwas schneller bitte. Nochmal. Das war's dann. Ja, das war eigentlich nicht einmal der Rede wert hier, aber sagen wir es keinem. Da müsste auch noch was liegen. Ja, das holen wir uns nachher. Jetzt schauen wir zuerst einmal in diese Tür rein. Ja, ihr werdet schon merken, der Stollen ist eigentlich wirklich... Ich finde ihn langweiliger als die Residenz. Aber ist halt wieder relativ, ne? So, das Ding... Moment mal, ja, das Ding müssen wir jetzt natürlich bewegen. Und ihr müsst euch vorstellen, früher waren diese Rätsel, da war ich gerade mal so 10, 11 Jahre, diese Rätsel waren wirklich was wert. Wenn man sie mal gemacht hat, ja, dann kennt man sie eh, das ist dann wieder was anderes. Aber heute findest du ja bei Resident Evil oder bei so manchen anderen Horrorspielen überhaupt keine wirklichen Rätsel mehr, zumindest nichts Nennenswertes mehr. Deswegen bin ich ja von den aktuellen Spielen eher ein bisschen enttäuscht. Ja, man merkt einfach, die Generationen spalten die Gesellschaft ein bisschen, was das betrifft. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan der heutigen Generation. Es gibt zwar geringfügig Spiele, die ich noch mag, aber... Ja. Ich glaube, ihr kennt das eh, wenn man sagt, ja, gerade Resident Evil hat sich einfach in eine Richtung bewegt, die mir gar nicht gefällt. Zumindest die wenigen aktuellen Spiele, die es da gibt. Nein, das wollte ich nicht. Jill, schieb doch. Jill. Ja, genau. So. Ich glaube, ihr habt schon gecheckt, worum es eigentlich geht. Ja. Sehr gut. Ein bisschen weiter... Nein, ein bisschen weiter nach rechts rüber. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wie bei SpongeBob. Sehr gut. Das müsste sich eigentlich fast genau ausgehen. Ja, fast. Noch ein Stück weiter rechts. Sehr gut. Oder noch ein Stück... Nee, es hat gereicht. Und wir bekommen einen Zylinder. Den verbinden wir mal mit der Röhre. Und bekommen eine Zylinderröhre. Das überprüfen wir mal. Wir können nämlich da tatsächlich drehen. Mhm. Ja, wie oft wir drehen, das seht ihr eh gleich. Wir müssen im Endeffekt nämlich nur Zahlen hier, also die römischen Zahlen sehen. Ich weiß es zwar eh, aber damit ihr es mal gesehen habt. Sehr gut. Nochmal. So, und ihr seht schon 4, 2, 3 und 1. Das müssen wir uns merken. 4, 2, 3, 1. Sehr gut. Und schon haben wir das Rätsel hier gelöst. Auch wenn es jetzt Pipifax ist, ich habe mich damals extrem schwer getan damit, weil wie kommt man denn auf die Idee, sowas auf einem Verschluss, also auf so eine Zylinderröhre zu gravieren? So, und was ist da drin? In dem Erste-Hilfe-Kasten? Ich glaube ein Spray. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Oh Mann, ey. Ja, und wir kommen ja noch einmal zur Spencer Villa zurück und ob ich das Spray mitnehme, das auf dem Weg liegt, weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht genau. Nicht, weil es unnötig ist oder so, aber ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Hm. So. Und ich dachte immer, ganz ehrlich, dass hier noch Hunter auftauchen. Aber ich will es gar nicht verschreien, ich hasse diese Viecher einfach. Mhm. Ja, und dass ich die Spinne hier, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ja, hier liegt nämlich ein Messer. Das brauchen wir aber nicht mitnehmen, weil wir haben ja unser Standardmesser mit, welches im Endeffekt genau dasselbe ist, wie das, was ihr hier seht. Oder gesehen habt, besser gesagt. Und... Hier lag ja doch noch was, oder? Ja, das Gewehr, also die Gewehrmuni. Ja, die nehme ich mit. Wir sind ja bisher ganz gut dabei, was mich persönlich etwas wundert. Aber ich kenne sie ja leider, also leider Gott, das ist relativ, ich kenne sie ja ganz gut. Ja, beim Let's Play ist das manchmal etwas zäh, ihr merkt es eh warum.
So. Und was genau... Ja, jetzt können wir das Messer mehr oder weniger wieder ablegen. Und ich glaube auch die Kurbel, dass wir die nicht mehr brauchen momentan. Moment mal. Ich nehme das Kampfgewehr mal eben mit, damit wir es gleich mal nachladen können. Ist zwar jetzt nicht so relevant, aber dennoch. Ich überlege nämlich gerade... Nee, das Ding brauchen wir jetzt tatsächlich derweil nicht. Aber... Das heißt, der Hilfespray, würde ich sagen, brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir auch derweil nicht. So, wir haben nämlich alles mit, was wir brauchen. Wir müssen uns nur merken, 4, 2, 3, 1. Ja. Ihr habt ja diese Stromzufuhr, dieses Gerät gesehen. Und das Einzige, was uns jetzt noch gefehlt hat, war eben dieser Zylinder. Und ja. Moment mal. Achso, hier waren ja diese Hunter, genau. Ja, voll die unnötige Rennerei für so ein kleines Abteil. Aber sagen wir es keinem. So. Und deswegen benutzen wir hier mal diese... Moment. Ja, hier benutzen wir das Ding mal. Die Zylinderröhre. Jetzt leuchtet es. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Eine davon drücken. Ja. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. 4, 2, 3 und 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Jawohl, der Lift ist da. Und wir fahren damit natürlich. Ja. Hier ist ein Aufzugschalter. Drücken. Ja. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Sound. It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Was nimmt sich Barry eigentlich heraus, dass er uns befehligt? Ja gut, ich will das jetzt nicht so irgendwie herunterziehen, aber Barry hat normalerweise keine Befehlsmacht über uns, will ich jetzt mal so behaupten. So, was haben wir denn hier? Okay, hier können wir eh nichts machen. Ja, dieses Geräusch kommt uns auch bekannt vor. Das hat zwar, also es ist zwar schon eine Weile her, dass wir es gehört haben, aber das wird tatsächlich jetzt nochmal etwas relevant werden, sag ich mal. Mhm. Ja, jetzt haben wir es ja wieder gehört. Und ja, ihr seht es schon, da ist wieder dieses Ungeheuer, also mehr oder weniger Ungeheuer in Ketten. Und hier müsste normalerweise, ja, rotes Kraut, ganz wichtig, dass wir es kombinieren können. Ja, das Vieh ist ja, wie wir schon mitgekriegt haben, gegen Kugeln gefeit, also man kann ihm nichts anhaben. Obwohl es nicht ganz bestätigt ist, ob das beim Raketenwerfer auch so ist. Weil der Raketenwerfer zerstört ja wortwörtlich alles. So, was haben wir denn hier? Eine auffällige Kiste. Ja, die schieben wir mal. Ja, noch auffälliger geht's eh nicht mehr. Da kann man sogar blind sein, das würde einer sehen, ne? Ja. Über das Vieh in Ketten werde ich wahrscheinlich spätestens im nächsten Part erzählen. Was es damit genau auf sich hat, ist eine Mischung aus Trauer und Schrecken. So, ein Gerät zum Transport von Materialien. Starten, ja. Ja, was es genau damit auf sich hat, werden wir gleich mal sehen.
Jetzt heißt es einfach nur wieder total Backtracking. Ja, ich hasse das bei Resident Evil manchmal. Weil es einfach nur unnötige Zeitverschwendung ist. Nichts für ungut, aber ich liebe Resident Evil, ich liebe fast alle Spiele von Resident Evil, aber das sind manchmal wirklich so Sachen... Ui, 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 nee, 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 komm mir nicht so nahe, du Vieh. Aber das ist halt so ein Punkt an dem Spiel, den ich einfach furchtbar finde. So. Und komischerweise laufe ich... Ich laufe sogar richtig. Ja, manchmal verlaufe ich mich hier. Ja, ich konnte nicht mehr reden, sorry. Manchmal verlaufe ich mich hier, deswegen bin ich etwas überrascht. Barry! Okay, Barry haut einfach ohne uns ab. Was ist los? Hatte Wesker recht? Ich meine, Wesker hat ja schon gesagt, wir sollen Barry etwas im Auge behalten, weil er in den letzten Szenen doch etwas seltsam war. Ich hoffe, wir werden dem Ball auf die Schliche kommen, was es damit auf sich hat, weil die beiden sind Kollegen und er verhält sich irgendwie, sagen wir mal, komisch. Ja. Definitiv. So, und was das jetzt genau ist, ja, ich sag mal, werdet ihr gleich mal sehen. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen zu Standard rüberkommt, aber ich kenn's halt wirklich auswendig. So, ein Müllschlucker. Ein Schalter betätigen, ja. Ja, das Ding zerstört jetzt im Prinzip, wie ihr schon seht, die Kiste. Aber nicht ohne Grund. Genau so ist es. Ja, da liegt nämlich eine Art Waffe. Mhm. Voll unnötig, dass sie das noch gezeigt haben. Aber egal. Und zwar einen defekten Flammenwerfer. Viele werden sich jetzt denken, what the fuck, wieso einen defekten? Ja, es gibt Gründe, warum der defekt sein muss. Für mich ist es nicht mal ein Rätsel. Für mich ist es einfach nur ein Zwischenpunkt, damit man... das Spiel teilweise unnötig in die Länge zieht, weil sonst wäre das ganze Spiel, glaube ich, in 2 Stunden vorbei. Ich habe ja schon Speedruns gesehen, wo Leute wirklich ohne jeden Gegner zu erledigen einfach durchrennen. Und selbst bei Remake haben die nicht länger gebraucht als maximal 2 Stunden. Aber das macht ja meiner Meinung nach dann keinen Spaß mehr. Nichts für ungut, aber... ich laufe ja schon... Ui, da ist sie ja schon. Ja, ich sage bewusst sie, weil es tatsächlich, blöd gesagt, eine sie ist. Hier ist eine Art Hebel. Umlegen? Ja. Ihr werdet gleich sehen, warum. Nee, falscher Weg. Hoppala. Ui, ui, ui. Nee, 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 nee. Dich brauche ich jetzt nicht. So. Ja, wir müssen da leider ein gewisses Timing haben, damit der... Hebel nicht deaktiviert wird. Also man hat im Endeffekt, ihr habt es eh gesehen, das waren jetzt glaube ich 30 Sekunden oder so. Das muss man hier tatsächlich etwas grazieller machen und deswegen ist der Flammenwerfer auch defekt. Weil man damit quasi das Türschloss aktiviert. Mhm. Normalerweise greift das Vieh, welches tatsächlich eine Sie ist. Hätte uns eigentlich angreifen können. Aber egal, lassen wir es mal so stehen. Oh Mann, wo sind wir denn hier gelandet? Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Ui. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Oh Mann, das hört sich voll kindlich an irgendwie. Und hier? Hier kann man gar nichts ersehen. Außer Wasser. Ui, wieder Schlangen. Ui. Ja, die können euch tatsächlich Schmerzen zufügen oder euch sogar vergiften. Also aufgepasst. Das sieht aus wie ein Familienfoto. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Ja. Und wieder ein Schmuckkasten. Ja, schauen wir uns mal an, würde ich sagen. Mhm. So, hier müsst ihr im Prinzip nur einmal drücken und schon habt ihr es. Und zwar einen Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht, 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A, Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung, Virusfusion negativ, Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B, Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung, Virusfusion positiv, aber verzögert, körperliche Veränderung, konstante Ergebnisse beobachtet, Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert, 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 15. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden.
Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Sie ist ohne mich entkommen. Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Oh ja. Eine echt tragische, gruselige und zugleich, ja, muss ich schon so sagen, ja, wirklich eine tragische, im wahrsten Sinne des Wortes, traurige und schreckliche Geschichte nebenbei bemerkt. Oh, ein paar Kräuter? Das wusste ich gar nicht, dass hier noch Kräuter... Ach so, wir haben die noch gar nicht verbunden. Hoppala. Nee, verbinden? Sehr gut. Ja, machen wir es ein Dreifaches, für den Fall, dass wir wieder mal vergiftet werden oder so. Ja, wenn wir es schon hier haben, ist es ja egal, ne? Ja, die Geschichte, also ich sage jetzt mal so, ihr werdet schon gemerkt haben, okay, dieses Familienfoto, Jessica, Lisa, das muss ein bisschen was mit den Ungeheuer in Ketten hier zu tun haben. Ja, ich werde euch im nächsten Part spätestens davon erzählen. Jetzt ist das noch nicht relevant, aber ja. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt tatsächlich wieder bei diesem Innenhof angelangt, wo wir das Monster in Ketten das erste Mal, wortwörtlich das erste Mal, gesehen haben. Jetzt brauchen wir noch das Metallobjekt und... Ne, das war es eigentlich schon. Wir brauchen nur das Metallobjekt. Wir verbinden die beiden. Jetzt haben wir ein Stein-Metallobjekt. Dasselbe, was wir damals gebraucht haben, um diese eine Stahltür zu öffnen. Ja, ist eigentlich, muss ich ehrlich sagen, eine ganz super Sache. Das heißt, wir haben jetzt quasi den letzten Weg noch Richtung Spencer Villa und dann haben wir die Spencer Villa quasi hinter uns gebracht. Ja. Und schreckt euch nicht, ja, ich habe einen Zombie hier tatsächlich am Leben gelassen, einfach weil mir die Munition in dem Moment zu kostbar war. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, der eine Zombie hier, ja genau, da ist er, der ist uns, glaube ich, jetzt an dieser Stelle eh keine Bedrohung mehr, also scheiß drauf. Ja, irgendwie unnötig, diesen Weg zurückzulatschen, aber warum auch nicht, Leute? Aber, was werde ich jetzt machen? Ja, ich würde spontan sagen, Leute, ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Werde auf alle Fälle noch so weit zurücklaufen, wie es gerade geht. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell ein Abo und ein Like oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Resident Evil in der HD Remaster Version. Bis dahin, macht's gut, Leute.